Johanna, wie hat sich denn durch das Kids-Projekt das Lernen bei euch jetzt verändert? Wir haben mehr Freiraum und können uns die Hausübung selbst einteilen. Wir brauchen keine Zettel mehr und das ist natürlich praktisch, weil Schüler schon leichter ist. Es ist praktisch. Es hat sich eher ins Positive gewendet. Also ich finde, es hat alles erleichtert. Man kann alles im Internet suchen und muss nicht die ganzen Bücher mit nach Hause schleppen. Und es hat sich erleichtert. Wir haben in der Schule Phasen, wo wir das Tablet benutzen und Phasen, wo wir ganz normalen Unterricht machen. Ich finde das Projekt mit den Tablets sehr interessant und spannend, weil wir so durch Bilder und Aufgaben besser lernen können und es uns besser merken. Und es ist eine gute Abwechslung zu den ganzen Schulbüchern und Heften. Bei uns ist es nur besser geworden. Wir haben zum Beispiel alle Zettel und so, wie der Fabian schon gesagt hat, im OneNote. Da können wir dann das wieder nachschauen, wir bekommen es so materiell, also auf Papier auch, aber wenn wir das zum Beispiel verlieren oder so, können wir es ganz einfach nochmal ausdrucken. Also es ist nur besser geworden. Und was sind die positiven Seiten, die du davon mitnimmst? Es ist eh so, dass es einfach für uns super ist, weil wir die einzige Klasse sind so und es ist lustig, dass wir es machen dürfen. Die Lehrer können auch mit dem Beamer das Tablet verbinden und in ein Programm, das heißt OneNote, speichern und dann können wir immer zugreifen und haben alles da. Ich lerne die Vokabel und so in Moodle sehr gern, weil man da immer Bilder dabei hat und sich so besser alles vorstellen kann. Und ich finde das einfach interessant. Ich finde es gut, dass wir bei diesem Moodle die Videos zum Beispiel noch einmal anschauen können, wenn wir etwas nicht verstanden haben oder wenn wir da einen Text zu lesen bekommen, können wir den nicht, also können wir den auch nochmal lesen, wenn wir ihn brauchen, weil es immer da ist. Auch zur Schularbeit, wenn wir etwas nachschauen wollen, können wir das auch machen. Am Anfang haben wir es manchmal vergessen, das Tablet aufzuladen oder einfach mitzunehmen, weil es auch jetzt nicht sehr viel Raum verbraucht. Deswegen kann es leicht sein, dass man es am Tisch liegen lässt. Aber sonst ist es eigentlich gibt es keine negativen Aspekte. Ihr habt da gerade jetzt ein Projekt in der Bearbeitung. Um was geht es denn da? Was müsst ihr da machen? Wie sind die Aufgaben gestellt? Wir machen Charlie and the Chocolate Factory. Da haben wir ein Buch gelesen und jetzt machen wir einen Moodle-Kurs dazu. Das können wir uns alles selbst einteilen. Und da sind halt verschiedene Sachen drin, wie zum Beispiel was gestalten oder einen Text schreiben oder Abstimmung, was einem besser gefällt und so. Wie lange habt ihr Zeit für so ein Projekt? Meistens 1 bis 2 Wochen. Ja, wir haben halt auch lustige Videos und so drinnen und viele Aufgaben und Vokabeln, die wir dann dazu lernen, die was auch zur Schularbeit kommen. Und ja, das Lernen ist halt viel besser, wenn man da was dazu macht, ein Projekt dazu, so wie mit den Tablets und ja.